Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, beim Thema Tofu scheiden sich die Geister. Die einen finden ihn ganz cool und die anderen finden ihn ziemlich evil. Und dann gibt es vielleicht noch die, die den Tofu nicht so richtig kennen, nicht wissen, was sie damit machen sollen und sich deswegen nicht so richtig rantrauen. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man Tofu richtig lecker zubereiten kann, denn da muss man auf ein paar Sachen achten und vielleicht überzeugen wir ja den einen oder anderen Skeptiker. Ich bin der Ken und auf meinem Kanal geht es um gesundes Essen, gesundes Abnehmen, gesunde Themen und ein bisschen Humor. Und dafür habe ich extra diesen roten Knopf da unter dem Video installieren lassen. Einfach mal draufdrücken und schauen, was passiert. Bei uns passiert heute eigentlich nicht so viel, außer dass wir richtig leckeren Tofu zubereiten. Und wie sieht es bei euch aus? Seid ihr mit dem Tofu im Reinen oder kommt ihr mit dem Tofu nicht so wirklich klar? Manchmal liegt es halt echt auch nur an ein paar Kleinigkeiten, dass der Tofu nicht wirklich gut schmeckt. Ganz simpel zum Beispiel an der Wahl des Tofus. Denn wenn wir ehrlich sind, der Tofu kann noch so geil zubereitet sein. Wenn er selbst Mist ist, dann rettet ihn keine Marinade der Welt. Was im Endeffekt daran liegt, dass Tofu ein klassisches Handwerksprodukte. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Tofu hergestellt wird, was Tofu eigentlich ist. Im Endeffekt ist Tofu nichts anderes als eine Art Quark. Wir haben die Sojabohnen, wir kochen sie ein, Calciumsulfat wird beigemischt, dann trennt sich das Eiweiß, die Molke sozusagen, wie beim Quark halt auch, die Molke können wir ableiten, abfiltern und übrig bleibt praktisch das Eiweiß und das ist das Tofu. Der Tofu-Quark sozusagen und das ist ein Handwerksprodukt und wenn du das gut kannst, dann bekommst du halt einen guten Tofu und wenn du das nicht so gut kannst, dann bekommst du halt ein Stück schlechten Tofu. Und woran erkennt man jetzt, dass der Tofu gut oder schlecht ist? Kauft einfach nicht den vom Aldi. Ich mag die Produkte vom Aldi schon sehr, aber der Tofu ist echt schrecklich. Allein die graue Farbe ist schon echt unsexy. Schwamm drüber, aber er ist halt auch echt viel zu fest, viel zu bröselig. Und er hat auch eine grausame Konsistenz und fühlt sich im Mund einfach nicht gut an. Es macht einfach keinen Spaß, ihn zu kauen. Und wenn jemand noch nie Tofu gegessen hat und so einen Tofu zum ersten Mal isst, vielleicht sogar noch schlecht zubereitet, der wird in seinem Leben nie wieder ein Stück Tofu anfassen. Und da sind wir schon beim nächsten echt wichtigen Punkt. Tofu hat jetzt keinen dominanten Eigengeschmack oder so, aber ein guter Tofu, gut zubereitet, den kaut man einfach gern. Der hat ein angenehmes Kaugefühl. Und das zeichnet auch einen guten Tofu aus. Der ist saftig, bissfest, bildet eine schöne Kruste beim Braten und zerbröselt nicht beim ersten Drucktest. Ein Tofu, den ich gut finde, mit dem jeder Anfänger nichts falsch machen kann, ist zum Beispiel der von Taifun. Guter Tofu fürs erste Mal. Und was mich echt überrascht hat, ist, die Eigenmarke von Edeka ist auch ein echt guter Tofu. Bei dem, finde ich, kann man als Anfänger auch problemlos zugreifen und es gibt mit Sicherheit noch zig weitere Marken, auch bessere als die beiden, aber an die kommt man relativ einfach ran, wie gesagt, die Edeka Eigenmarke und Taifun in jedem Bio-Supermarkt und da kann man, jetzt das ist ja ein Tipp von mir, so meine Erfahrung als Anfänger, mit den beiden fährt man eigentlich ganz gut und kann nicht viel falsch machen. Viel falsch kann man aber bei der Zubereitung machen. Jetzt habt ihr zwar einen Tofu, der ganz gut ist, aber wenn ihr den nicht gut zubereitet, dann schmeckt er halt trotzdem nach Arsch und Friedrich. Ich meine, beim Fleisch ist es ja auch so. Ihr kauft ja auch nicht Fleisch raus aus der Packung, rein im Mund oder, keine Ahnung, ohne Salz, ohne Gewürze, ab in die Pfanne. Macht auch keiner. Beim Fleisch wird es ja auch regelrecht zelebriert, dass man das vorher mariniert und würzt und einlegt und ziehen lässt, bevor man auf die Idee kommt, es zu braten. Und so muss man das halt beim Tofu auch machen, denn der Tofu ist einfach prädestiniert für Marinaden. Er ist ziemlich saugfähig und nimmt gerne Soßen und Marinaden auf, also macht euch das zunutze. Bevor ich euch meine drei besten Zubereitungsarten für den Tofu zeige, weil die Fragen oft gestellt werden, hier die Antworten. Nein, Tofu ist nicht ungesund, auch nicht für uns Männer. Die neuesten Studien zum Thema Tofu und Phytoöstrogene haben gezeigt, dass Tofu-Essen nicht gesundheitsschädlich ist. Eigentlich ist Tofu-Essen ziemlich gesund, da kommen wir später noch dazu. Und wenn ihr ein bis zwei oder dreimal die Woche Tofu esst, dann schadet ihr eurem Körper nicht. Schaden tut ihr euch nur, wenn ihr das nächste Rezept nicht ausprobiert. Denn das gehört zu meinen absoluten Lieblings-Tofu-Zubereitungsarten. Und wie schon erwähnt, ist der Tofu sehr saugfähig, aber dafür muss erstmal das Wasser aus dem Tofu raus. Und zwar so viel wie geht. Stellt einfach einen schweren Gegenstand auf den Tofu drauf und lasst ihn so 20-30 Minuten unter Druck stehen oder drückt mit Körperkraft drauf, wie ihr wollt. Am Ende muss der Tofu halt gut Wasser gelassen haben. Dann braucht ihr eine große Zitrone oder eineinhalb kleine in Bio-Qualität, denn wir reiben erstmal die Schale ab.
und pressen den Saft hinterher. Wenn ihr es nicht so sauer mögt, dann nehmt nur den Saft von einer halben, aber ich finde, der Tofu verträgt schon ein bisschen Säure und ich gebe hier den kompletten Saft mit rein. 3 Teelöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Hefeflocken und 2 Esslöffel Shiromiso und schön glatt rühren. Im Jahr 2020 veröffentlichte die Harvard Medical School eine Studie zum Thema Herzerkrankungen. Es nahmen ca. 200.000 Personen teil und die Studie lief im Schnitt 25 Jahre und alle 4 Jahre wurde getestet. Und das Ergebnis war, dass die Teilnehmer, egal ob Mann oder Frau, die mindestens einmal die Woche Tofu aßen, eine bis zu 18%ige Wahrscheinlichkeit hatten, weniger Herzerkrankungen zu erleiden. Unser marinierter Tofu wandert jetzt 30 Minuten in den Kühlschrank und anschließend auf ein Backblech und dann für 20 Minuten bei 160 Grad Umluft in den Ofen und wenn er dann so aussieht, ist er fertig. Herrlich zitroniger Tofu, der jetzt einfach jedem Gericht als Eiweißkomponente beigefügt werden kann, ob im Curry oder auf dem Salat oder die Gemüsepfanne, ganz wie ihr wollt, dieser Tofu rockt. Mindestens genauso gut wie das nächste Rezept, denn das zählt zu meinen absoluten Lieblingstofu-Zubereitungsarten. Und auch hier drücken wir vorher das Wasser ein bisschen raus, nicht so fest wie beim letzten, aber ein bisschen halt. Zum Thema Brustkrebs bei Frauen sei noch gesagt, dass ja die Isoflavone, insbesondere die Phytoöstrogene, unter Verdacht stehen, Krebswachstum zu fördern. Und das stimmt auch, wenn man von isolierten Isoflavonen zum Beispiel in Nahrungsergänzungsmitteln spricht. Die Isoflavone im Tofu konnten in mehreren Studien nicht den Verdacht der isolierten Phytoöstrogene bestätigen und stellen keine Gefahr für Brustkrebspatientinnen dar. Unsere fast schon an Perfektion grenzenden Tofu-Würfel werden ein bisschen gesalzen und von allen Seiten schön kross angebraten. Und da das schon mal 15 bis 20 Minuten dauern kann, bereiten wir unsere Soße vor. Wir brauchen 2 Esslöffel Dattelcreme, hier ein Link dafür, 8 cl Tomatenpüree, 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Räucherpaprika und eine Knoblauchzehe. Und ihr bekommt die schnellste Barbecue-Soße der Welt. Clean Eating rockt halt einfach. Und wenn der Tofu dann richtig kross ist, der muss echt eine knusprige Kruste haben, dann schüttet ihr eure Homemade Barbecue Soße drüber. Aber der Herd ist aus, Pfanne weg vom Heißen und den Tofu richtig schön durchziehen. Geschmacksrodeo 2.0. Wenn ihr die Würfel gleich frisch serviert, dann knuspern die noch beim Kauen und wenn es noch ein bisschen dauert, dann knuspern sie zwar nimmer, aber das macht nichts, weil die schmecken auch kalt einfach nur geil. So wie die dritte Variante auch, meine absolute Lieblingstofu-Zubereitungsart. Apropos Lieblingstofu-Zubereitungsart, was ist eure Lieblingstofu-Zubereitungsart? In the comments. An alle Tofu-Kritiker, Nörgler und Skeptiker, macht nur noch einmal in eurem Leben einen Tofu. Ich wette, es wird nicht das letzte Mal sein. Nur noch einmal. Einmal so. Wir fangen an, den Ingwer zu schälen und da all meine Teelöffel in der Spüle sind, muss ich ein Messer nehmen. Und eine Zwiebel. Eine rote, saftige, süße Zwiebel. Ganz klein geschnitten. Wollte ich nicht mal ein Video zum Thema Zwiebelschneidtechniken zeigen? Hab ich nicht vergessen. Jetzt weiß ich es wieder. Wird kommen. Tofu schneiden wir in ein bisschen dickere Scheiben, so Mini-Steak-Style. Dann kommt Stärke in eine Schüssel und ein bisschen Salz dazu. Und da tauchen wir dann die Tofu-Steaks hinein und überziehen sie von allen Seiten mit Stärke. Und ich lasse die dann gerne ein bisschen länger drin liegen, während ich ein bisschen Öl in eine Pfanne mache. Und da dürfen dann bei mittlerer Hitze die Steaks rein und ein bisschen brutzeln. Parallel kommen jetzt unsere Zwiebeln in eine andere Pfanne und der Ingwer wird mit reingerieben und 2 Knoblauchzehen gleich hinterher. Öl dazu und anbrutzeln. 1 bis 2 Minuten, dann 40 Gramm Vollrohrzucker dazugeben, kurz karamellisieren lassen und mit 140 ml Kokoswasser aufschütten. Normales Wasser tut es natürlich aber sowas von auch, aber Kokoswasser ist heute ein bisschen fancy. 2 Esslöffel Sojasauce noch dazu und dann kochen wir das alles schön ein. Immer wieder ein bisschen umrühren und kochen, bis ungefähr nur noch ein Drittel übrig ist. Inzwischen dürften auch die Tofus von beiden Seiten super knusprig angebraten sein und in unsere einreduzierte Soße pressen wir noch den Saft einer Limette und legen dann unsere Tofu-Steaks hinein und glasieren sie schön von allen Seiten rundherum, bis sie ungefähr so aussehen. Und ihr bekommt den leckersten Tofu, den ihr je gegessen habt, wenn ihr die beiden anderen noch nicht probiert habt. Super krosser Tofu mit einer süß-sauren, deftigen Sojasauce. Ein Traum von einem Tofu. Und wenn euch der nicht schmeckt, dann schmeckt euch Tofu halt nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Wenn ihr wollt, dass Tofu funktioniert und richtig geil schmeckt, sind das meine 3 Tofu-Zubereitungsempfehlungen an euch.
Zitroniger Miso-Tofu aus dem Ofen, rauchiger Barbecue-Tofu, knusprig angebraten und super krosser Tofu mit Sojaglasur. Mehr Tofu geht nicht. Ausprobieren, nachmachen, unbedingt sagen, wie es geschmeckt hat. Euch überzeugen lassen, liebe Skeptiker. Wir sehen uns am nächsten Dienstag. Bleibt gesund und haut rein.